Seit mittlerweile 18 Jahren sind Giovanni und Janaina Zarella verheiratet. Zwei Kinder, ein Sohn und eine Tochter, krönten ihr Liebesglück. Der Entertainer und die schöne Moderatorin halten ihren Nachwuchs aus der Öffentlichkeit fern. Mit schönen Genen dürften sie aber allemal gesegnet sein. Apropos schön, bunte.de fragt das Traumpaar auf der Bambi-Verleihung in München, wie es aussieht, wenn es trotz aller Harmonie auch mal zwischen den beiden kracht. Janaina hat brasilianische Wurzeln, Giovanni italienische. Klingt nach einer explosiven Kombination. Nicht bei den Zarellas. Ich glaube, wir haben keine fünfmal diskutiert oder gestritten. Keine fünfmal in 20 Jahren, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben einfach keinen Bock drauf. Wir sind einfach gern glücklich. Ja, also ich glaube, wir verbringen auch keine Zeit mit schlechter Energie. Und wenn irgendwas passiert, wenn man einfach schlecht drauf ist oder wir gehen eher so jeder in eine Richtung, jeder geht einen Kaffee trinken und dann ist alles wieder gut. Also ganz ehrlich, ich glaube, wir haben auch nicht mal schlechte Laune. Also es funktioniert wirklich. Die Leute denken immer so, die Italiener und Brasilianer, das ist so richtig, blickt die Fetzen bei denen, die sind laut. Wir sind wirklich, ich glaube, die langweiligsten von allen. Wir sind wirklich... Wir sind echt langweilig zu Hause. Gibt es trotzdem mal eine Meinungsverschiedenheit? Gilt? Also ich glaube, egal ob ich recht habe oder sie, ich bin immer der, der sich entschuldigen muss. Giovanni ist eben nicht nur sehr erfolgreich, sondern als Ehemann auch ziemlich schlau.